Willkommen zu einer weiteren Folge. Ist schon wieder ein bisschen her, aber ich habe das dann irgendwann zwischendurch mal geschafft, mir endlich mal Taschas Kessel mit allem zu holen. Ja, das ist ja im Prinzip jetzt für mich der Umbruch gewesen von den, ja, ich sag mal, ja, Ulysses, die in die Sachen zu den nicht Ulysses, die in die Sachen im Prinzip, ne? Und da das natürlich so ein Grundband ist im Prinzip, der wieder einige Erweiterungen bietet und jetzt nicht nur, ich sag mal, nur Abenteuer oder so, wollte ich die natürlich dann haben, ne? So, klar. Und da gucken wir natürlich dann mal rein. Hier natürlich auch nochmal der Text. Genau. Und wir haben dann halt hier 40 Euro und man merkt dann halt auch, dass dieser schwarze 3D-Lack jetzt nicht mehr so, ich sag mal, qualitativ schwierig ist. Denn der zerkratzte ja damals extrem leicht. Da haben ja viele Leute drüber geklagt gehabt. Ja, das ist jetzt halt nicht mehr so. Jetzt können wir mit ganz guter Qualität hier rechnen. Und natürlich sieht man auch gleich, es sind nicht mehr 50 Euro, weil das musste ja damals irgendwie wohl so gemacht werden. Und jetzt, wo die das hier alle selber machen in Deutschland, ja, haben sie dann einfach mal gesagt, 10 Euro weniger, ne? Gut. Dann. Genau, wir haben hier deutsche Erstausgabe Juni 2022, also ist jetzt schon, man könnte sagen, ungefähr ein halbes Jahr erschienen. Da bin ich dann noch ein bisschen spät dran, aber okay. Und ja, wir haben dann hier natürlich verschiedene Kapitel. Wir haben hier erstmal Charakteroptionen, dann haben wir, also das habe ich natürlich auch erwartet vorher, ne? Dann haben wir Gruppenschutzherren. Das habe ich jetzt so überhaupt nicht erwartet. Also ja, gut. Und einfach noch magisches Sammelsurium. Gut, da gibt es anscheinend auch noch mal einiges. Und auch wieder Werkzeuge des Spielleiters. Okay, dann gehen wir das alles mal so ein bisschen durch. Schauen mal, was hier so im Detail zu finden ist. Erstmal natürlich wieder dieses typische, wie man das alles hier verwendet und so weiter. Und gut, das ist selbsterklärend im Prinzip. Wir haben natürlich auch die gute Tascha hier ab und zu mal, ne? Hier nochmal oder hier hat sie dann auch nochmal irgendwas geschrieben sozusagen. Für mich ist das ja immer so ein bisschen schwierig, weil ich habe natürlich schon mitgekriegt, dass dann Xanatar oder Mordenkainen oder Tascha jetzt hier irgendwie große, wichtige Personen aus dem Kosmos sind, sag ich mal. Aber ich habe damit halt irgendwie nie zu tun gehabt und ich musste das überhaupt erst irgendwann mal mitkriegen. Und selbst dann ist es ja eher so Multiversum und nicht einfach nur so eine Standardspielwelt, sag ich mal, ne? Also glaube ich zumindest, dass die jetzt auch, sag ich mal, im Multiversum umtriebig sein können und jetzt nicht einfach nur auf einer der üblichen, die in die Welten sind halt, ne? Gut. Natürlich haben wir wie immer hier richtig, richtig super Illustration. Und dann geht es hier eben los mit dem ersten Kapitel. Ja, man kann hier ein bisschen den Ursprung anpassen. Da geht es um Attributserhöhungen und Sprachen und Übungen, dass man das alles vielleicht mal so ein bisschen variieren kann. Ja, kann man natürlich auch einfach so selber sich überlegen mit irgendwelchen Hausregeln oder so, ne? Gut. Bisschen was zur Persönlichkeit nochmal und dann ja, Fertigkeiten ändern, Unterklasse ändern. Ja, okay. Und wie man dann mit plötzlichen Änderungen auch umgehen könnte. Ja. Dann wird hier ja neu eingeführt der Artifizient. Da haben ja auch schon viele Leute eher so gemeckert, dass der Name im Deutschen dann ein bisschen blöd ist.
Da gab es dann, ich glaube, den besseren Namen Zauberwerker oder so gab es, glaube ich, mal irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob das jetzt der war. Aber ja, es gibt auf jeden Fall bessere Namen natürlich, genau. Ja, wie die so in verschiedenen Welten hier bezogen auf das Multiversum so sich ausarten, sage ich mal, ist natürlich erstmal beschrieben. Und dann die Erstellung natürlich und da dann auch die Schnellerstellung, wenn man möchte. Und dann haben wir halt erstmal die Klassenmerkmale natürlich. Da haben wir hier das magische Tüfteln, wir haben hier das Zauberwirken auch noch. Und ja, die entsprechende Liste da oben, wie die Magie überhaupt so ist. Und dann natürlich entsprechend hier alles, was wir dazu brauchen und auch nochmal hier Zaubertricks aufgelistet und gerade 1, 2 und 3, 4 und 5 Zauber, also alles, was man erstmal so braucht. Beziehungsweise ich weiß gar nicht. Ja, okay, sie können auch nur bis Grad 5. Ja, ich dachte, dass es irgendwie hier noch Erweiterungen gibt oder so, aber nein, das ist natürlich alles, was sie dann auch überhaupt erreichen könnten, ne? Okay, ja, Gegenstand durchdringen ist hier auch noch ein Merkmal, dass man einfach Gegenstände verzaubern kann und so weiter. Und Artifizienten Spezialist ist hier halt noch eine Sache. Das richtige Werkzeug oder dann eben vierte Stufe Attributserhöhung. Die Werkzeugexpertise ist hier noch, der Geistesblitz auf Stufe 7 und dann ein geweihter magischer Gegenstand, Stufe 10, Zauberspeicher, Stufe 11 und gelehrter magischer Gegenstände, Meister magischer Gegenstände und die Seele des Artifizienten auf Stufe 20 am Ende. Ja, und dann als Spezialist eben, ne, man kann hier halt Alchemist sein. Da werden dann auch Alchemistenzauber aufgelistet. Artillerist kann man aber auch sein. Auch da wieder halt Zauber und die Feuerwaffe, die man dann haben kann und so weiter. Man kann aber auch Kampfschmied sein. Eigentlich auch ziemlich geil, ne? Wenn man sich hier irgendwie so ein, man sieht es hier halb schlecht nur, aber wenn man sich hier irgendwie so einen magischen Metallbärenautomaten oder so zusammenbaut, ne? Ist natürlich auch irgendwie geil. Und gefühlt geht sowas natürlich auch immer bei sowas wie D&D irgendwie viel cooler und einfacher und schneller als bei DSA, aber okay. Gut, da müsste ich mir eigentlich die Sachen auch nochmal anschauen. Das kann ich jetzt noch nicht genau beurteilen, aber gefühlt ist es immer so. Hier dann eben, ne? Wertekasten der Stahlverteidiger. Mittelgroßes Konstrukt. Gut. Rüstungsschmied kann man auch noch sein. Und dann kommen hier die Durchdringungen. Und da kann man dann auch einen Homunculus-Diener natürlich hier erschaffen. Außerdem kann man magische Gegenstände theoretisch auch replizieren. Ja, und nachdem da die ganzen kleinen Dinge, die man alle so machen können könnte, aufgeführt wurden, geht es dann hier eben um die extra Merkmale und so weiter, die man hier, und Subklassen, die man hier von den anderen Klassen sich herholen könnte noch sozusagen. Dann geht es mit dem Barbaren erstmal los. Ja, bei dem gibt es dann halt bei den urtümlichen Pfaden dann halt hier was Neues. Also Pfad der Bestie ist dann hier noch neu, Pfad der wilden Magie. Und ja, dann kommen wir auch schon zum Barden. Da gibt es auch wieder optionale Klassenmerkmale natürlich. Einfach zusätzliche Bardenzauber oder magische Inspiration, bardische Vielseitigkeit. So, und bei den Bardenschulen gibt es dann hier auch was Neues. Schule der Eloquenz ist hier neu. Und die Schule der Schöpfung.
innerhalb dessen könnte man hier auch einen tanzenden Gegenstand erschaffen, dessen Wertekasten hier dann zu finden ist. Bei den Druiden gibt es auch ein bisschen neuen Kram und dann gibt es eben bei den Druiden-Zirkeln auch was Neues, nämlich Zirkel der Sporen, also mehr so pilzig unterwegs der Zirkel und Zirkel der Sterne ist hier noch neu und noch Zirkel des Wildfeuers. Und ein Wildfeuergeist, ein kleiner Elementar hier im Wertekasten, könnte man theoretisch auch kriegen irgendwie. Dann geht es mit den Hexenmeistern weiter. Da gibt es auch wieder ein bisschen Zauber, ne, und so. Und dann, also zusätzliche Zauber halt. Und dann noch ein bisschen weiteren Kram. Und dann gibt es halt weitere Optionen für schauerliche Anrufungen. Ja, was haben wir noch? Außer weltlicher Schutzherr könnte dann auch noch jemand anderes sein als die, die wir bisher kennen. Ein Abgründiger, ne? Also so ein Pakt mit so einem Tiefen aus dem Ozean halt. Ne? Das wäre möglich. Und Djinn ist jetzt hier auch neu. Das war's dann schon. Und dann geht es hier weiter mit dem Kämpfer. Da gibt es ein paar Kampfstiloptionen. Und ja, Manöveroptionen und so weiter hier neu. Und dann halt vor allem auch die Kampfarchetypen. Ja, wir haben hier den Psi-Krieger und den Runenritter. Außerdem haben wir hier noch Kampfmeister-Optionen: Bogenschütze, Duellant, Faustkämpfer, Gladiator, Hoplit, Lanzenreiter, Leibgarde, Raufbold, Scharmützler, Stoßtruppler, Stratege und Vorreiter. Okay. Dann geht es weiter mit dem Kleriker. Auch wieder so ein bisschen Klassenmerkmale zusätzlich. Das erste ist eigentlich immer zusätzliche Zauber irgendwie, ne? Und dann werden hier noch ein wenig Domänen hinzugefügt, nämlich Domäne der Dämmerung und die Domäne des Friedens wird hier noch hinzugefügt. Ach doch, noch eine dritte, okay, Domäne der Ordnung auch noch. Und ja, das war's dann an der Stelle. Ja, gut, ist natürlich ein bisschen anstrengend irgendwann, ne? Ich meine, man hat halt im Spielerhandbuch die ganzen üblichen normalen Domänen. Dann hat man, ich weiß gar nicht, ich glaube, Xanathas Ratgeber, da hat man auch noch ein ganz bisschen zwei, drei neue Domänen und dann hier auch noch mal drei neue. Ah, das ist halt alles so verstreut irgendwie, das gefällt mir immer nicht so. Na gut. Dann geht es hier weiter mit Magier. Natürlich wieder Zauber und so neu. Und dann neue arkane Traditionen halt. Da haben wir hier den Klingengesang und den Orden der Schreiber. Die eher mit Büchern und sowas machen. Dann geht es weiter mit den Mönchen. Die haben vor allem auch neue Klostertraditionen, Weg des Astralen selbst und Weg der Barmherzigkeit. Dann machen wir weiter mit dem Paladin. Natürlich zusätzliche Paladin-Zauber und so weiter. Und dann gibt es hier neue heilige Schwüre. Schwur des Ruhmes ist hier neu und Schwur der Wachsamen. Dann geht es weiter mit den Schurken. Da gibt es neue Schurken-Archetypen. Das Phantom auf der einen Seite und das Seelenmesser. Sehen wir hier, glaube ich, auch schon. Genau, also bei diesen großen Sachen gibt es halt meistens immer so zwei Sachen. Gut, jetzt bei den Domänen gab es drei, aber meistens so zwei oder drei Sachen halt, ne? Bei den Waldläufern. Klar, Zauber und so weiter und dann Kampfstiloptionen, Zauberfokus. Und dann gibt es vor allem auch wieder neue Waldläufer-Archetypen. Da gibt es den Feenwanderer und den Hüter des Schwarms.
Aber bei Herr der Tiere gibt es hier auch noch Optionen. Der Urbegleiter, Urtier des Himmels, Urtier des Landes, Urtier des Meeres. Okay. Dann geht es weiter mit den Zauberern. Nach den optionalen Klassenmerkmal dann ja, Ursprung der Zauberei. Denn da könnte man jetzt nämlich noch für sich selber wählen die Uhrwerkseele und ungewöhnlicher Verstand einfach. Okay. Da gibt es dann auch so psionische Zauber und so. Ja, dann geht es hier weiter mit Talenten. Also wenn Gruppen einfach Talente verwenden wollen, dann kann man einfach hier Talente wählen. Artifizientenlehrling, Fertigkeitsexperte, Giftmischer, Hauer, der weiß genau, wo er hinschlagen muss. Kämpferlehrling, Koch, Messerstecher, Metamagie-Adept, schauerlicher Adept, Schütze, Telekinetiker, Telepath, vom Schatten berührt, von Feen berührt und Zermalmer. Und mit diesem richtig schönen, fulminanten Bild gehen wir ins Kapitel 2, Gruppenschutzherren. Ja, gut, also ich habe dann natürlich zuerst so gedacht, okay, hier so wie Hexenmeister, ne, irgendwie sowas. Aber nee, das sind halt so allgemeine Sachen, auch so Organisationen und sowas alles, ne? Und da kommen natürlich jetzt hier die ganzen Beispiele, auch mit Tabellen und so weiter, ne? Ja, Adlige. Dann gibt es hier eben auch Arten von Adligen, die kann man hier eben auswürfeln, ne? Lokaler Herr, Kaufmann, Strippenzieher, Nomadenprinz und so weiter und so fort. Und ja, die Kontakte eben noch zu denen, das Gefolge von denen, die Quests, die man da vielleicht sogar noch hätte, haben könnte. Genau, also solche, so wird das dann halt hier beispielhaft dann aufgefächert. Ja, dann können auch Akademien Schutzherren sein. Außerdem haben wir hier noch Gilden, Militärverbände und des Weiteren ja, einfach religiöse Orden allgemein und ein Souverän, also ein nationaler oder ähnlicher Herrscher halt, ne? Außerdem uralte Wesen. Kann natürlich auch mega interessant sein, mit denen irgendwie zusammenzuarbeiten. Ja, Verbrechersyndikat natürlich ganz klar. Und dann noch das extra sein eigener Schutzherr sein. Ja, das war's dann damit. Dann geht's weiter hier ins dritte Kapitel. Einfach magisches Sammelsurium, ne? Hier geht's dann erstmal los mit Zaubern. Hier gibt's dann neue Zauber anscheinend. Und ja, die kriegen dann halt entsprechend ihre Beschreibungen. Welche es überhaupt so gibt, kann man. Ah, ich weiß gar nicht, ob das hier so geht mit dem Licht, ob man überhaupt da was sehen kann. Aber das sind hier die neuen. Dadurch kann man natürlich manchmal auch irgendwelche Wesen hier holen oder erschaffen, ne? Konstruktgeist oder so. Und die kriegen natürlich, wie man es gewohnt ist, ihre schönen eigenen Kästen. Außerdem geht es dann weiter mit dem individuellen Gestalten von Zaubern und Stile, die man haben könnte. Das ist aber auch nur so eine halbe Seite hier mit Tabelle und dann geht es direkt weiter mit magischen Gegenständen. Auch hier wieder eine Liste halt, ne? Und hier gibt es dann eben auch die Möglichkeit für magische Tätowierungen, ne? Auch je nach Größe. Und dann eben verschiedene Gegenstände halt hier, ne? Astrale Scherbe, Amulett der Hingabe. Blutdurst, Tätowierung, ne? Betrügerisches Manuskript, Geisterschrift, Tätowierung, Handbuch der Alchemie,
Kodex des Ebenenrufers und solche Sachen. Kristallchronik, Krummstab von Rau. Mondsichel, Schlingengriff, Tätowierung, Schutzferse, Szene von Dalwer Narr, Tätowierung des Erleuchtens. Diese Szene, die sind wohl irgendwie auch extrem speziell, weil hier gibt es eben eine richtig, richtig heftige Liste. Geschichte und Zahn, okay. Da kann man dann also, und welche Effekte und so weiter, okay. Auch wieder ein richtig geiles Bild. Ja, da kommen wir im Prinzip ins letzte Kapitel hier. Werkzeuge für die Spielleitung. Gut, und das sind teilweise schon Sachen. Das sind teilweise hier Sachen, die sind natürlich jetzt, ja, schon auch gerne mal bekannt eigentlich, ne? Also hier Session 0, also Sitzung 0. Hier, dass man zusammen da die ganze Gruppe erschafft und dann der Sozialvertrag, dass man jetzt drüber redet, dass man nicht irgendeinen Scheiß macht und so weiter und was man überhaupt will. Ne? Weiche und harte Grenzen bestimmen innerhalb der Gruppe und wie man das Spiel so ein bisschen für sich anpassen kann, ne? Mit Hausregeln und so weiter. Außerdem geht es hier noch um Sidekicks, wie man die erstellt und dafür irgendwie eine Klasse auswählt und sowas alles. Und da eben auch verschiedene Arten, ne? Zum Beispiel Krieger-Sidekick, Spezialisten-Sidekick oder Zauberwirker-Sidekick. Ja, und die kann man dann eventuell auch so ein bisschen steigern und so, ne? Außerdem, falls man nicht immer nur moschen will, auch mal Monster-Verhandlungen hier, wie man dann auch vielleicht mal zufällig bestimmt, was die dann alles so wollen. Ja, also wie man so forschen kann und so, ne? Außerdem noch allgemein Umweltgefahren, ne? Übernatürliche Gegenden, irgendwelche Gegenden, die von irgendwas befallen sind. Das sieht schon ziemlich geil aus. Hier wirklich so ein Dorf oder so, was komplett von Spinnen eingewoben wurde. Nicht schlecht. Ja. Ferne Reiche mit irgendwelchen Effekten noch, gesegnete Strahlen. Diese Gegend ist von der Gnade der oberen Ebenen durchdrungen. Du kannst anhand der Tabelle der Effekte gesegneter Strahlen auswürfeln, was passiert, sobald eines der folgenden Ereignisse und so weiter. Okay, da ist, glaube ich, manchmal das Deutsch auch nicht so ganz perfekt in der Übersetzung, aber okay. Ja. Effekte physischer Resonanz. Spiegelzone wäre auch noch eine mögliche Zone. Effekte zerrütteter Magie, ganz, ganz viele Tabellen. Ja, und einfach nochmal magische Phänomene hier. Magische Pilze, Mimikkolonien, auch lustig. Halbwüchsige Mimics hier in einer mit ihren Stats. Emotionales Chaos. Ja. Mimikkolonie. Nee, Quatsch, hier nicht mehr, nur hier. Auch irgendwie geil. Jeder Stuhl, jeder Tisch, alles sind Mimics irgendwie. Mystische Stürme. Okay, das ist das rechte Bild eher. Unirdische Straßen mit irgendwelchen fliegenden Katzen. Okay. Verwunschene Quellen und ja, dann noch natürliche Gefahren. Ne? Okay, da sieht man schon Brücken, die zusammenstürzen und ähnliches. Und auch nochmal ein bisschen was über Rätsel, warum man die überhaupt verwendet, was man da alles so machen kann, was die Elemente von Rätseln so sein können. Ja, wie die Lösungen aussehen können. Und dann eben verschiedene Rätselarten, hier so Gemälde und sowas alles. Also das sind hier so verschiedene Rätselarten. Da wollen wir auch nichts Großes spoilern, natürlich, klar. Materialrätsel und so weiter. Gespenstischer Korridor, auch gut. Ja, und hier so ein paar Rätsel-Handouts und das war es dann auch schon auf Seite 192. Gut,
Das soll es dann einmal hier gewesen sein. In gute 20 Minuten oder einer knappen halben Stunde. Ja, einfach nur einmal so als Überblick, um mal zu sehen, was da eigentlich alles so im Detail drin steckt, wenn man sich diesen Band mal holen würde. Gut, dann erstmal soweit. Ich bin gespannt, was ein etwaiger nächster Band mit ganz viel Crunch-Material und ein paar Regeln so wäre noch. Und ja, dann erstmal bis hierher und ja, bis denn.